Der gescheite Hund. Eine Tochter Katrin, für die unser Hund Spieke ein echter Therapiehund ist, rührt öfter und auch gerne den Hund aus, und die beiden schauen ab und zu auch bei meiner 95-jährigen Mutter, Katrins Oma Anna, vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Die Wohnung meiner Mutter befindet sich nicht weit weg von unserem Haus. In etwa 30 Minuten ist man zu Fuß schon da. Der Hund hat sich während der Zeit des Spaziergangs erst so richtig eingelaufen und könnte noch eine größere Strecke zurücklegen, aber es ist ja erst ein Besuch bei Oma vorgesehen. Nach der Begrüßung, begleitet von kräftigem Schwanzwedeln, trappelt der Hund in die Küche und bleibt vor dem Kühlschrank stehen. Man muss dabei wissen, die Oma hat kein Leckerli, aber sie gibt ihm ab und zu ein Fettbrot, was er sehr gerne frisst. Brot und Fett werden im Kühlschrank aufbewahrt. Eine Scheibe wird von ihr herausgenommen und mit Fett beschmiert. Gefressen wird das Fettbrot im Wohnzimmer. Was heißt hier gefressen? Es wird genüsslich hinuntergeschlungen. Danach trottet der Hund wieder in die Küche und bleibt erneut vor dem Kühlschrank stehen. Die Oma nimmt wieder ein Stück Brot und das Fett heraus. Sie schmiert ein zweites Brot und er verschlingt es genau wie das erste im Wohnzimmer. Der Hund steht danach zum dritten Mal vor dem Kühlschrank. Die Oma gibt ihm ein halbes Stück Brot ohne Fett. Er wirft es fast wie ein Automat mit Präzision aus und hat kein Interesse an dem trockenen Brot. Die andere Hälfte des Stückes wird nun von der Oma mit Fett beschmiert, von dem Hund mit der Schnauze aufgenommen und in das Wohnzimmer getragen. Dort frisst er es mit Genuss auf. Dann ging er nicht mehr an den Kühlschrank. Er war wohl satt geworden. Es ist eben ein ganz gescheiter Hund, und er macht uns allen viel Freude.